was hat der Boxsport damals in deinem Leben oder in deiner Jugend verändert und was kannst du den Jungs hier noch mitgeben? Ich komme ja so aus dem Ruhrpott, aus dem Ballungsgebiet. Ja, es war wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit, würde ich sagen. Und man musste irgendwann, wo ich dann halt mit dem Boxsport angefangen habe, wusste ich auf jeden Fall mit manchen Situationen im Leben viel, viel besser umzugehen. Man hat gesehen, andere Jugendliche sind halt einen ganz anderen Weg gegangen und ich habe dann quasi den sportlichen Weg eingeschlagen und bin dann halt meinen sportlichen Weg gegangen. War dann nur umgeben mit Jungs, die Sport betreiben, nur Jungs, die irgendwo erfolgsorientiert waren. Du musst überlegen, viele, die mit zusammen aufgewachsen sind, ne, sind auf der Straße gelandet. Und wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich sehr, sehr viel erreicht und kann jetzt ein Vorbild für die Jugend sein. Ne? Wenn ich mal 15 Jahre Revue passieren lasse, wo ich vor 15, 14 Jahren stand und wo ich jetzt stehe. Jetzt stehe ich in der Jugendeinrichtung.